Hallöchen. Es war gerade ein bisschen gruselig. Ich habe meinen Kaffee gemacht und machte meinen PC komische Geräusche und meinte an der Stelle, wir werden disconnected. Und dann gucke ich und das ist tatsächlich so gewesen. Ich hoffe natürlich, dass der Stream jetzt an einem Strang bleibt trotzdem. Und ja, gucken wir einfach mal an der Stelle, wie es dann später, wenn beim Export, wie das aussieht. Was ist das? Beim östlichen Stausee kam eine Säule aus Licht. Kann man eine Säule aus Licht sehen? Hat der Kataklysmus sie etwa entstehen lassen? Jetzt müssen wir nur gucken, wo sie dann ist. Hui! Ah, vielleicht ist es auf dem Felsen. Ja, da vorne auf dem Felsen ist er. Ja, da war früher der Titan. Schau mal an unseren stattlichen Helden hier. So, also gelingt es uns, in den Himmel zu emporzusteigen. Ah, wie bei Tulin. Was war das? Hast du gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal ergründen, woher diese Sicht kommt. Ich habe eine Idee. Okay. Wahnsinn, der Typ. Ich hatte absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link! Geiler Tipp. Ich werde direkt rot. Bin mal gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen gleich. Alle möglichen Ruinen auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, wie es jetzt hier weitergeht mit den Zoras. Zora-Schwert. Ach, anscheinend haben wir auch nichts gehabt, okay. Wir hatten noch Platz. Ja, guck mal, da ist ja auch eine. Verstopfung in der Wand. Und schön alles nochmal vorbereitet, damit wir die Wand einfach einbersten können. Oder was das auch immer ist. Bam! Okay. Hübsch, hübsch hier, muss man schon sagen. Hui, guck mal. Antikes Zora-Heiligtum. Was hat das für eine. Vielleicht genauso auch nochmal so ein Ding, wie wir vorhin getroffen haben, auch wieder so eine Schleuse. Ja, hier sind nochmal so ein paar Lücken, wo man aufmachen kann. Ich verstehe.
platzieren. Ja! Okay. Schön auf dem Provisoriumsfloß hier. Ah, da ist auch noch mal was. Verstehe. Das haben wir schon schön gestaltet an der Stelle. Tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht mal so abwertend oder sowas, das erinnert mich tatsächlich an ein Rätsel von aus Breath of the Wild, wo man auch solche, Genshin Impact, wo man auch sorgen musste, dass irgendwann das Wasser etwas höher bzw. tiefer steigt, je nachdem, was gebraucht wurde. Und für mich ist es ein nettes Callback. Und ich nehme den Schild gerne mit, weil ich finde, der sieht schön aus. Manchmal brauche ich nicht viele Gründe, um ein Schild zu benutzen. Okay. Okay. Ich kann hier einfach wohl eine Leiter bauen oder sowas in der Art. Ja, okay, verstehe. Sieht nicht verdächtig aus, Leute. Bitte keine komischen Kommentare später. Nein, das ist alles nur... Das ist, weil ich eine Brücke brauche, eine Leiter brauche. Bleib ruhig. Bam! Alright. Okay. Okay, und dann geht's weiter. Also ein bisschen die Musik im Hintergrund zu hören, aber nicht besonders deutlich. Der Rikus ist online und Smash spielt Smash Ultimate, Alter. Der Junge, Alter. Wenn er nicht gerade Smite spielt oder Perfect Exile, dann spielt er einfach Smash, ey. Aber der Wahnsinn, der Kerl. So. Ah, was ist hier? Der Weg zu der Röhre hoch. Ich guck einfach mal. Probier's einfach mal. Ui, das sieht ja mal interesting aus. Okay. Das war süß. Und jetzt mach ich dich tot. Jetzt kommt gleich eine fette Truhe hinterher geflogen, ja. Noch ein Zora-Schild. Statt den Goshin-Schild. Okay. Sind wir vielleicht näher an der Röhre, an dem Wasserfluss? Oh nein, tatsächlich war das eigentlich nur für den da. Hm. Interessant. Ich hätte es übersehen irgendwann mal. Überleg mal, ne? Das ist jetzt auch so ein Storygebiet. Und dann findest du einfach nur diesen einen nicht, den du. Ja gut, wahrscheinlich kommst du irgendwie hier schon nochmal hin, aber. Ja, trotzdem komisch. Frage ist, kann ich jetzt eigentlich hochdopsen? Ja, theoretisch schon, okay. Ist aber egal, wir machen hier ganz legitim. Okay. Aber das ist jetzt Zusatzgebiet, mehr oder weniger. Optional. Aber hübsch. Guck's dir mal an, was hier geht an der Stelle. Ist ja Wahnsinn. Okay. Mal an, wir können hier sogar rumlaufen.
Ich will mal gucken, wohin die hier führt. Ah, okay. Aber ich glaube, die ist wirklich dafür nur da. Bleibst du ruhig, Mensch. Dass wir dann unter die andere Röhre kommen. Ui. Habt ihr mich erschreckt? ja, da habe ich nochmal hier die Lanze. Die wollte ich ja nicht wegwerfen. Ah, das ist unser Ziel. Okay, aber bevor ich zu unserem Ziel gehe, schaue ich erstmal ganz kurz, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Aber wie es aussieht, ist das einfach ein Röhrenlabyrinth. Ein klassisches. Man muss halt einfach dann in dem Labyrinth hier einfach mal den Weg finden bis zum bis zur Endröhre, wenn man so will. Okay, verstanden. Mal gucken, was wir hier an der Stelle machen können. Das ist ein bisschen unlustig für Link an der Stelle. Aber gut. Frage ist, ist auch die Truhe jetzt an der Stelle dort? Oder ist sie jetzt mit rausgespült worden? Ich meine, schon eine Menge Wasser. Aber gut, wir können ja anscheinend einfach wieder dorthin schwimmen. Relativ entspannt. Okay, da kann man hoch. Ja, das hat schon alles ein bisschen so Wassertempel-Vibes hier. Finde ich aber gut, ehrlich gesagt. Also schöne Ocarina of Time-Vibes. Okay. So einen Schalter haben wir schon mal beim Windtempel gehabt. So, und da ist die Truhe, die ich gesehen habe. Okay. Und bleibt ja tatsächlich noch hier. Schön. Wahrscheinlich, wenn wir da sind, dann taucht sie dann auf. Frag mich nur, warum der nicht einfach direkt wieder runtergekommen ist mit uns zusammen. Oder was, sind wir einfach so schnell? Ich glaub's nicht. Ah. Rechte Hand aktivieren! Bin mal gespannt, was wir jetzt sehen. Okay. Bing! What is happening over there? Ah. Wasserfall. Das ist schon manchmal geil, weißt du, wenn du das mal aus der Sicht von jemand anderem siehst, so der Typ, der geht in den Untergrund und plötzlich taucht da so ein Lichtstrahl aus dem Boot, aus dem See raus. Und dann plötzlich trifft der Lichtstrahl da die Insel da oben und macht hier Wasserfall. Das ist so geil, oder? Ein Wasserfall strömt nur so vom Himmel herab. Oh. Link, was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Ja, ich war das. Da soll seine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Dann begann der Wasserfall zu fließen. Ah, mir geht ein Licht auf. Für uns Zoras ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Es war also mit der Wasserbrücke gemeint, eine Brücke aus Wasser. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze! Dieses, that smile, that damn smile. Oh, dann schon wieder die Stimme aus dem Äther.
Ja, wir erinnern uns. Bei Tulin war das auch so. Komm zu mir. Ha. Schon wieder. Was ist das bloß für eine Stimme, ob sie mich ruft? Na, ist auch nicht wichtig. Nun, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit deiner Zora-Rüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Na, los, Link. So. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen antiklimatisch, aber ich würde mal ganz kurz meine Rüstung mal aufbessern, bevor ich da nach oben gehe. Weil wir werden wahrscheinlich eine Weile nicht mehr in der Lage sein, uns hier was zu verbessern in nächster Zeit. Deshalb würde ich die Gelegenheit nutzen, dass wir das eben machen. Bin gespannt, was wir zu sehen bekommen. Ja, ich habe da nochmal eine Alert bekommen bei unserem Discord, dass da der Stream erneut begonnen hat. Ja, bin mal gespannt, ob dann am Ende ein 4-Stunden-Stream rauskommt oder zwei 2er-Streams. Das wird sich dann sehen, wird sich dann zeigen. Tears of the Kingdom. Ja gut, die Mysteriensteine sind sozusagen die Tränen. Und die neuen Weisen bekommen dann quasi diese als symbolisches, ja, ihr seid jetzt hier die neue Armada, die neue Gruppe an Helden, die jetzt an der Stelle gucken soll, dass Hyrule beschützt ist. So, gehen wir mal ganz kurz und verbessern die mal. Und ja, gucken wir mal. Zur Rüstung würde ich jetzt direkt mal verbessern wollen. Genau, das ist meine erste Prio, die ich jetzt machen würde. Okay. Weiter kann ich sie nicht verbessern, okay. Aber ich kann meine Beinlinge verbessern, das ist schon mal was wert. Und ich habe dadurch kaum noch Geld. Okay. Okay, und ansonsten haben wir, glaube ich, relativ wenig verstärkt. Ich könnte zum Beispiel jetzt mal hergehen, die Rüstung, die ich im Untergrund trage, auch mal verbessern. Weil ich auf die so, ja, nicht angewiesen, aber auf jeden Fall geht es mit der ein bisschen leichter. Ich bin auch mal verleitet, ob ich die Robe der Dunkelheit und alles, was damit verbunden ist, um mal zu verbessern. Die Schleichrüstung ist zwar nice to have, die benutze ich aber dann eigentlich nur situativ jetzt aktuell. Von dem her ist es jetzt nicht so, als würde ich die jetzt unbedingt benutzen müssen oder wollen. Sondern nur dann, wenn sie auch tatsächlich nötig ist. Aber die Miasma-Rüstung, ja, die könnte man vielleicht dann tatsächlich mal brauchen zwischendurch. Okay. So weit verbessern, wie wir es halt verbessern können. Aber dann haben wir im Untergrund auch eine Rüstung, die einerseits einen Effekt hat und andererseits auch uns trotzdem noch ganz gut schützt. Also von dem her sollten wir ruhig mitnehmen. Genau, dann sind wir jetzt bei der Miasma-Rüstung, beziehungsweise das von Midna, das kann man gar nicht verstärken. Okay, dann bleibt jetzt wirklich nur das Oberteil. Und da haben wir zum Glück genug von diesen Düsterwürmchen gefunden. Ja, weil die kann durchaus wertvoll sein da unten. So, und jetzt halt die Frage, was könnte man denn noch verbessern? Tatsächlich hier die Schickmaske zum für mehr Dings. Ja, die ist mir jetzt nicht so wichtig, sage ich mal so. Blitzschaden ist allerdings vielleicht mal interessant. Wer weiß, was im Wassertempel auf mich zukommt. Gucken wir mal. Und dann die Barbarenrüstung theoretisch auch. Aber die Barbarenrüstung, ich weiß gar nicht, ob ich die gerade sich verbessern kann, weil mir fehlt, glaube ich, die Kohle dafür. Okay, da fehlt mir auch Material dafür. Gut, aber ich kann die ja mal so weit verbessern, wie ich sie verbessern kann. Und dann bin ich halt wirklich arm an der Stelle, ne? Und dann sollte ich mal echt
mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht Edelsteine verkaufe. Und da habe ich mich ein bisschen da. Ich habe mich ein bisschen gewunden, die ganze Zeit Zeugs zu verkaufen. Gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn ich mal die Edelsteine verkaufen würde, die ich doppelt und dreifach und einfach zu viel habe an der Stelle, dann, ja, könnte ich mir wahrscheinlich so einiges leisten. Ja? Aber ich war ja halt sehr sparsam bisher. So, ich habe, glaube ich, buchstäblich nur noch 21 Rubine, wenn ich dann fertig hier bin. Wenn ich fertig hier bin, ich oder? Guten Tag. So. Das sage ich jedes Mal, aber die hatten bestimmt Spaß. Okay. Na, anscheinend geht ja noch was. Ah, die Chica-Maske. Die Chic-Maske. Ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt verbessern. Okay. Aber zumindest haben wir mal die Zoo-Rüstung mal verbessert. Jetzt haben wir mal einen gemeinsamen Wert von hier an 29 Verteidigung. Könnt uns durchaus helfen. Von dem her nehmen wir mit und gehen wieder zurück zu den Zoras. Müssen wir von dort aus. Okay. Ja, passt. Kaffee. Lebenssaft. Okay. Da haben wir ja auch eigentlich die Stelle schon ziemlich überdeutlich gezeigt an der Stelle. Also gehen wir da gleich mal rüber. Kriegen das hier die Leute eigentlich hier unten mit, dass da mittlerweile so ein Wasserfall hochgeht? Ja, die ist mir mittlerweile ans Herz gewachsen, die Kleine. Was hat es damit? Ach, das war die Truhe von dem Zwischenboss, ne? Ja, komm, nehmen wir mit. Gar nicht mehr dran gedacht, ob da was ist überhaupt an der Stelle. Ja, wofür lassen die mir ihr Baumaterial da? Und Batterien und alles Mögliche. Aber wofür? I don't get it, I don't see it. Aber zumindest gibt es hier mal was, wenn ich was bräuchte. Für den Fall, dass ich runterfliege vielleicht. Aber gut. Selbst dann hätte ich die... Hätte ich ja die Rüstung, von dem her... Na gut. Aber cool, dann sind wir schon wieder über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein und machen dort hier zusammen mit Sidon. Finde ich cool. Finde ich eigentlich immer cool, diese Einlagen tatsächlich. Fand ich schon mit Tulin, fand ich eigentlich echt geil. Wir haben eine verringerte Schwerkraft hier an der Stelle. Na dann. Was hat es mit diesen Kugeln auf sich? Das ist sehr interessant. Aber definitiv kommt der Schlamm von hier. Hallöchen, mein Gutster, was geht? Oh. Welch mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein
Körper fühlt sich so leicht an, schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zum Staunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit, Frau Schützenlink. Wir teilen uns auf und setzen den giftigen Fluss ein Ende. Sollen wir uns wirklich aufteilen? Warum gehen wir nicht zusammen? Weniger Stress später. Ja, das ist okay. Das ist eine Lösung, mit der ich zufrieden bin. Was für Bögen habe ich eigentlich dabei? Den Ishin-Bogen könnte ich eigentlich auch mal loswerden. Material kann ich brauchen, so ist nicht. Ha. Bam, bam ins Gesicht. Boom, Ghost of Dynamite. Ah, mag sie rüber, okay. Kriegerlanze. Vielleicht nehme ich die an der Stelle mit. Andererseits, ja, ich habe doch noch andere Waffen. Nee, passt. Entspannt. Bricht da einfach der Boden weg. Ach, da unten ist noch ein Gang. Okay. Verstehe. Messungsbatterie. Ich vergesse jedes Mal, dass ich die Waffe habe. Und die Frostlanze sollte ich nochmal loswerden. Tatsächlich. Mächtig Konstruktboden. Okay. Ja, der Bogen ist fast am Arsch, also nehmen wir den mit. Dann haben wir hier so eine komische Waffe, eine Laserkeule, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Andererseits, die ist ja mit so einem Sonar-Dings verbunden, also wird die auch nicht so schwach sein. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich verbinde einfach mal das Zora-Schwert mit der Zora-Lanze. Ganz frech, und nehme dann das Ding mit.
So. Jo. Okay. Das war jetzt nichts Wichtiges hier unten, aber immerhin. Jo. Was ist das? Sonarium-Großschwert. Ja, schlecht sind wir von den Waffen jetzt nicht unbedingt besetzt. Von dem her. Alles voll entspannt. Okay, dann gehen wir da mal gleich da hoch. Bin ja mal neugierig, ob es da in der da oben was Interessantes gibt. Ist ein Schrein in der Nähe. Wird eins drüber sein wahrscheinlich. Ah, doch geht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es geht. Ui. Goldenes Konstrukt. Fliegt er mir entgegen durch den Pfeil. Was nehmen wir denn für eine Waffe? Ah ja. Haben wir doch gerade was bekommen. Delta-Krieger-Konstruktoren. Mhm. Gibt schon Delta-Konstrukte. Mit dem Zucherschwert. Ja, das ist ein starkes Ding. Okay. Weiß ich gar nicht, ob ich hier schon sein darf, aber ja. Wir haben es irgendwie hier hoch geschafft. Andererseits sind wir da eigentlich unten. Sollen wir danach sein, ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen von dem Weg, habe ich mir ercheatet, in Anführungszeichen. Würde nur gerne gucken wollen, wie man das eigentlich legitim macht. Ja, komm. Möchte nicht so sein. Ich wäre nicht ich, wenn ich an der Stelle nicht mal versuchen wollen würde, wie man das legitim spielt. So wie ich das verstehe, gehst du dann mit den Dingern hier hoch. Lass mich mal hier reinfallen in eins von den Dingern. Okay, und die zerbersten dann halt mit der Zeit. Und dann fliegst du einfach von einem zum nächsten, okay. Ja, und falls du hier runterfällst, dann hast du hier eine Möglichkeit wieder hochzukommen. Dann sind wir wieder an der Stelle, okay. Ich sagte, wir machen das legitim, aber versuchen wir mal, ein bisschen zu schießen. Auf das Ding warten kann ich so oder so. Kann ich das nicht. Okay. Kommt hier auch nochmal was? Ah.
Dann steigst du schön entspannt hier auf und dann... Irgendwann macht die Blase da mal Puff und dann muss ich wahrscheinlich dann einfach mich dann mit dem Parasegel auffangen. Okay. Dieses Gimmick, das sollten wir uns auf jeden Fall vormerken, weil das wird wahrscheinlich oft genug noch hier kommen. So, hier gibt er mir direkt so einen Hydranten an die Ecke, also wahrscheinlich soll ich erstmal sauber machen. Kein Problem. Machen wir doch glatt. Der erste Verwendungszweck für den Hydranten übrigens, by the way. Wir haben nur, glaube ich, bei einem der ersten Schreine überhaupt des Spiels, haben wir, glaube ich, zum ersten Mal mit den Dingern zu tun gehabt. Mit dem Hydranten. Und dann nie wieder etwas damit gemacht. Demher überrascht mich das ein bisschen, dass wir erst jetzt damit wieder in Kontakt kommen. Hier hat es einen Steuerknüppel, ich verstehe aber auch nicht ganz wieso. Ich kann noch ein bisschen werfen im Wasser da lassen. Den sauber machen. Ah, hier ist es ein Hydrant, einer da. Okay. So, Ruhe. Stehe, deshalb machen wir das jetzt hier frei. Mario Sunshine. Okay. Dann zeig mal, was du drin hast. Eine alte Karte, ja? Das ist durchaus wichtig, ja. Aber da waren wir auch noch nicht. Nee, und da kommen wir auch nicht hin an der Stelle mit dem einen Ding. Okay. Na gut. Ja, das wäre eigentlich auch eine der Hauptmotivationen, die ich an der Stelle habe für den Abgrund. Die ganzen Schatzkram, die wir hier haben. Das ist einfach so viel, was man da unten finden kann. Mario Sunshine! So, okay. Interessant ist, dass ich sogar tatsächlich eine Zeit lang Mario Sunshine gespielt habe, bevor Tears of the Kingdom rausgekommen ist. Einfach als kleine nette Überbrückung zwischendurch. Hat sie auch immer ein bisschen angeboten für die Mittagspause. Dann suchst du wieder ein, zwei Sternchen, dann ist die Mittagspause vorbei nach deinem Essen. Dann schaffst du wieder ein bisschen was. Ah. I see. Die Ton haben sie gerade genug für mich. Was sind wir dran? Okay. Jetzt wahrscheinlich von einem Wasserfall zum nächsten, so wie ich das vorne interpretiere. Wie ist eigentlich Sidon? Wie ist eigentlich Sidon hier durchgezischt? Weil, sagen wir mal ehrlich, der Junge kann nicht gleiten. Ich frage mich, wie er das macht. Verdammte Maschine, der Junge. Schade, ich dachte, wer das. Ah ja, sehr interessant, sehr mysteriös. Das alles hier. Wie interessant vor allen Dingen, dass wir hier schier endlose Wasserfälle hochdopsen. Ah, wir müssen jetzt diesmal so rum. Ja, ja, verstehe. Gibt es wahrscheinlich eine Seite, wo immer versperrt ist und die andere, die können wir erreichen. Was für ein interessantes Konzept für eine Art Dungeon. Beziehungsweise ist es ja kein richtiger Dungeon, es ist ja alles noch nur Vorbereitung auf den Dungeon. Technisch gesehen, das ist eigentlich nur die Vorbereitung auf den Dungeon. Schwebesteine, okay. Die machen schon ein bisschen Zwinker, Zwinker, Natsch, Natsch, die Sachen brauchst du irgendwann demnächst. Lass ein Schrein. Da ist eine Heimatsphäre da unten, habe ich schon gesehen.
Nehmen Sie gerne eine Heimatsphäre, aber ich weiß ganz genau, das ist einfach nur eine Sphäre mit allen möglichen Bebauungsgeschichten. Und das ist jetzt quasi ein Schrein, der uns als Checkpoint dient. Genauso wie beim Windtempel das auch war. Als wir uns auf dem Weg zum Windtempel aufgemacht haben, war es ja so, dass wir dann zwei Schreine, meine ich an der Stelle, waren das, wo wir als Checkpoints nutzen konnten mit dem Weg. Aber die haben uns dann einfach durchgelassen. Aber hier, der möchte erstmal, dass wir noch was machen. Okay, schwimmendes Wasser. Okay. Ah, wenn ich schneller schwimme, fliege ich dann aber auch gleich raus. Okay. Okay. Kommt aber auch welches hoch, warte. Rausgeflogen. Ah. Das Ding kann ich nehmen tatsächlich. Ah, das ist ja cool. Das kann ich nehmen und damit Sachen transportieren. Das ist ja cool. Okay. Das sind Konstruktteile. Schau mal an, guck mal. Das ist ja cool. Okay. Und das müssen wir jetzt natürlich in der Zeit zurück. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Ich habe mich noch ein bisschen angestellt jetzt gerade mit dem Raus aus der Blase. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil das hier wegen der, ja, wegen der erhöhten, sagen wir es, wegen der verringerten Schwerkraft. Und wirklich Ahnung, was auf mich zukommt. Boah, der ist aber auch schlecht platziert. Gut, den habe ich jetzt an der Stelle verfälscht, wie es aussieht. Einmal Blub bitte, dann kommt der nächste. Dankeschön. Ach, und der bringt mich dann rüber. Aha. Ich frage mich, ob wir die uns als Konstruktteile irgendwo rauslassen können. Ich fand eine gute Idee, sind die interessant, aber ich weiß nicht, was man damit jetzt unbedingt konstruieren könnte, aber ich glaube, das wäre mir gar nicht so wichtig. Schon cool, die Teile. Okay. Bring mich jetzt hier hoch, aber die bringen mich nicht besonders weit. Okay. Muss ich die abfälschen? Ich glaube, ich muss die abfälschen, indem ich halt wirklich das Ding nach vorne setze hier. Gucken wir mal. Nee, doch nicht. Aber ich kann mit dem Teil nichts anderes machen außer links und rechts, ne? Hoch runter geht nicht? Nee. Das geht nicht. Der schwebt auch immer genau drüber. Ich müsste es eigentlich an der Stelle etwas runterschweben lassen. Das kann ich aber nicht bewegen. Ah, das kann ich aber bewegen. Ah, da mache ich mir dann quasi eine Rampe, so eine Pseudo-Rampe. Ich verstehe, ich verstehe. Lass mal die dann etwas anders ausfallen, so vom Winkel her. Ja, das ist es. Ich meine schon, interessant. Ich würde die mal jetzt so mal nutzen. Mal gucken, was passiert. Kann ziemlich weit hoch damit vor allen Dingen.
kann ja quasi in den Schrein reinfallen, so von oben. Ja, cool. Zellers Engineering macht's möglich. Schaut's euch an. Interessant. Ja, cool. Kleiner interessanter Schrein. Erklärt uns Mechaniken über Sachen, die wir noch nicht bewusst wahrgenommen haben, wie zum Beispiel, dass es einfach Konstruktorteile sind, die wir einfach manipulieren können. Die zwar relativ, ja, die sind dann relativ schnell kaputt, also die halten nicht besonders lange, aber ja, war trotzdem interessant. Okay. Ja, war interessant. Okay. Dann gucken wir nochmal, dass wir hier mal weiterkommen. Hm. Okay, die stellen mir Gleiter zur Verfügung. Ja. Und dann haben wir... Ach, wenn das jetzt ein Schalter ist für... Ah. Und dann schießt er wahrscheinlich nicht rüber. Ja, ja, verstehe. Okay. Noch eine gewisse Zeit tatsächlich, bis das dann... Bis es dann wieder hoch vorschießt. Da waren wir noch nicht. Ich meine, wir können uns das mal anschauen, bevor wir dann gleich nach rüber gehen. Oh, hier gibt es einen Konstruktor-Dingsbums. Kapsel-Dingsbums da. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann man die Dinger dann hier rauslassen? Würde ich cool finden, tatsächlich. Schwebesteine. Aber diese Dinger selber, die können wir uns wohl nicht rauslassen, ha? Diese komischen Blasen. Steh auf Männchen Schwebesteine. Nee, schade, okay. Aber trotzdem hilfreich, die Dinger. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Mit umgucken meine ich, machen wir mal die Konstrukte platt da unten. Sieht schon lustig aus bei geringer Gravitation, wie wir dann Kilometer weit hochspringen. Ja! Autsch. Aber wir fliegen auch so weit, wenn wir getroffen werden, okay. Das ist gefährlich allerdings. Ah, okay, das ist hier. I see. Okay. Ja, wir haben hier eine Truhe. Wir haben da nochmal eine Truhe wahrscheinlich da oben. Dann haben wir ein goldenes Konstrukt hier noch an der Stelle. So, einmal. So, alright. Kümmern wir uns erstmal um den Kleinen da, bevor ich mich um den Ding kümmere. Schade. Ja, okay, der leuchtet mal ganz kurz sein Auge auf, wenn er dann schlägt. Versuche ich noch ein bisschen besser zu teilen. Okay, jetzt habe ich schon wieder das Problem, was ich vorhin schon hatte. Na komm. Ja, das gefällt mir ganz gut, die Kombination jetzt hier. So, schieß drauf, Kollege, komm. Mal drauf, los, tu es. Do it! Just do it! Nice! Schon Mobbing, was ich hier mache. Schon dezentes Mobbing.
None of that shit. Warte, kann ich den eigentlich noch hier erflussen? Nö. And he is gone. Wow. Aber wirklich gone. Vaporisiert, Alter. Okay. Ja, schön. Die Frage ist, was mache ich jetzt an was ran? Aber gut, wir gucken jetzt einfach mal. Ah, okay, dadurch habe ich ihn jetzt nicht wirklich repariert oder sowas. Ja, ja, gut. Egal. Das ist ein One-Trick-Pony. Gefällt mir ganz gut. Machen wir so. Gamma-Elite-Lanze. Ich meine, in gewissem Sinne bietet sich das an hier an der Stelle. Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ja. Ich streue mich immer vor sowas, aber... Ja. Okay. Ich darf ja mich auch nicht so sehr... Oder wie sagt man... Darf mich ja nicht zu sehr auf eine Waffe einlassen, weil die sonst... Die sind eh alle zerbrechlich, von dem her. Einfach entspannt weitermachen, so hier. Okay, dann haben wir hier noch so ein Konstruktteil. Haben wir auch noch ganz kurz Blatt. Dürfte ja eigentlich unsere leichteste Übung sein mittlerweile. Stünde weit genug weg. Aber interessante Kampfbedingungen, muss ich mal sagen. Ich kann auch da extra hoch und kann dann von dort aus immer angreifen. Wie komme ich jetzt da? Ich halte jetzt mal kurz da hoch, weil da mir ja keine andere Wand lässt. Ne, versteht ihr schon, was ich mache hier, oder? Aha! So lustig, er sieht mich jetzt nicht mehr. Ich spiele da 3 Stunden durch die Gegend und jetzt mag er mich plötzlich wieder machen. Jetzt mag er plötzlich wieder kämpfen, weißt du? Ah, der war gut, der war schön, der war richtig schön. Glaubst du aber, dass du hier irgendwelche Gelegenheiten kriegst hier?
Nö. Du kommst mit. Und du bist weg. Dann habe ich ein Königsschwert, das nur drauf wartet, fusioniert zu werden mit dir. So. Easy. Und du bist mein Königsschwert, das fusioniert wird damit. Sehr schön. Okay. Ja, das war aber ganz entspannt. Dann haben wir zwei Truhen hier. Einmal da hinten und einmal die vom Boss. Gucken wir mal, was wir bei den beiden drin haben. Vertieft sich die Bindung zu den Weisen. Ach, kann man die Weisenfähigkeiten noch ein bisschen verstärken oder was? Immer gespannt. Das ist aber erst die dritte. Die sind ganz selten, die Dinger, wie es aussieht. Eine Delta-Kriegerlanze, Weitwurf. So, ehrlich gesagt, gefällt mir das echt gut, aber das Problem ist, euch die Lanze brauche ich zum Fighten. Aber die ist halt trotzdem deutlich stärker als das andere Ding, was ich hier habe. Also von dem her, ja. Ist die Wahl keine Wahl, sondern ja, eigentlich schon eine Richtlinie. Eine Richtungsweisung. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes oder habe ich hier schon das Interessanteste ausgezerrt? Ah, okay, das fließt dann da rein. Okay, verstehe. Okay, dann kommen wir einfach nur wieder zurück. Okay, dann gehen wir jetzt hier quasi wieder hoch und lassen uns darüber ballern. Und machen von hier aus weiter. Okay. I see me, see me, see me, see me, see. Iwatu, iwati, wati, watu, di, wati. So, ich würde die Blasen zwar gerne nehmen, aber geht doch ein bisschen leichter, ein bisschen schneller mit dem Ding hier. Oh, aber jetzt an der Unterseite von dem Ding bin, das ist auch interessant. Jetzt nicht erwartet. Okay. Kein Problem. So, dann setzen wir auch einmal einen von diesen Dingern hier drauf und lassen noch einmal schön durch die Gegend blasen hier. Schießen, wie auch immer. Okay. Den da. Ich sehe da schon ein paar Gegner. So, versuche ich da mal hier schön da in die Lücke rein. Ja, sehr schön. Okay, da ist einer, der hat Bock. Den kann ich jetzt nicht nehmen, um noch was zu fusionieren, ne? Frage ist, kriege ich dann immer noch Miasma-Schaden, wenn ich ein Sonanium-Ding ranbastel an ein Miasma-Schwert? Das gucken wir einfach mal. Ja, krieg ich sogar nicht. Okay. Ist gut zu wissen, tatsächlich. Das ist ein gutes Wissen, was wir da haben an der Stelle. Ganz schön starke Waffen, muss ich sagen. Die Flammenkeule, voll uninteressant, Alter. Hast du gesehen, was ich da eigentlich durch die Gegend schwinge für eine Waffe hier? Junge. Kein Problem. Okay, dann geht's hier weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch und noch ein bisschen weiter hoch, alles klar. Okay, mit den Schlammdingern können wir nicht interagieren, aber wir können an dem hoch, alles klar. Aber immer noch ernst gemeinte Frage, wie hat sie dann eigentlich hier es geschafft, nach oben zu kommen? Hat er einen Gleiter? Warum hat er einen Gleiter? Warum bin ich nicht der Einzige mit einem Gleiter? Das ist mein einziger Vorteil als Julianer. Gut, wenn man das so betrachtet. Was hält andere Völker davon ab, auch sich einen Gleiter zu konstruieren, damit sie durch die Gegend schweben können? Eigentlich nicht viel, ne? Naja. So. Dann hier rein. Guck mal, der Todesberg hier. Bin ich auch mal gespannt, was damit auf sich hat. Es wirkt so, als ob der Todesberg, wenn du da reingehst, geht direkt in den Abgrund und vielleicht hast du dort tatsächlich deinen Feuertempel.
Okay. Ja, es lohnt sich immer wieder hier, sich umzuschauen. Merke ich immer wieder. Krass. Also, ne, es macht mir ein bisschen Angst und ich habe auch ein bisschen Vorfreude, weil wenn ich so sehe, wie viele Xen wir mittlerweile haben in dem im Abgrund. Einerseits motiviert mich das, dass wir dann den Abgrund einmal komplett durchsuchen. Andererseits weiß ich nicht, ob ich das komplett im Stream mache oder wann ich das mache. Ein bisschen Grundvorsicht irgendwie, soll man sagen. Ich weiß schon, das wird uns sehr viel Zeit kosten, alles zu durchsuchen. Ne? Dass wir hier mit der Schwerkraft, mit der verringerten Schwerkraft echt entspannt hier durch die Gegend gleiten und angreifen können. Ja, easy. Vor allen Dingen, düdüm, out of nowhere. Aber eigentlich schon alles vernichtet gehabt, bevor die Musik eigentlich losgeht. Ja, schön. Zack, unsere Waffen, die wir jetzt so langsam kriegen, die sind nicht schlecht. So, was haben wir denn hier drin? Ein Delta-Krieger-Breitschwert. Hm. Junge, ich krieg jetzt mittlerweile Waffen hinterhergeschmissen, ne? Das ist interessant. Ich habe nicht wirklich was zum Abgeben. Also jetzt vielleicht halt diesen Frost. Ja, den Frostspeer könnte ich abgeben. Muss so einerseits sagen, ein bisschen hänge ich an den gut erhaltenen Waffen, die uns die vergangenen Krieger so geben, die vergangenen Soldaten so geben. Ein bisschen hänge ich schon an denen, aber andererseits... Es sind auch nur Waffen. Muss man jetzt böse sagen, aber ja, ist so. So. Ja, ich verstehe. Aber das, was wir im Schrein schon gemacht haben... Das haben sie auch perfekt getimed hier, merkst du auch wieder. Die Frage ist, ob der mich jetzt auch gleich in Ruhe schweben lässt oder ob der jetzt gleich schon den nächsten losballert. Was geht da? Okay. I see. Ja, da muss ich die jetzt wegleiten an der Stelle. Die werden jetzt wahrscheinlich auch hier entlang schweben. Ja, ja, da muss man da hoch. Ich verstehe schon, wie man das machen muss. Okay. I see what I have to do. Was mache ich aber mit dem da? Achso, das sind Steinklappen, die ich noch nutzen kann. Okay. Okay. Wofür würde ich die jetzt benutzen? Ich würde das ja nur nutzen wollen, damit ich das da hochleiten kann. Aber andererseits braucht das einen gewissen Winkel. Ja, okay, so ein bisschen verstehe ich jetzt langsam, was die von mir wollen. Und damit das überhaupt stehen kann, wo dann der Winkel gesetzt wird sozusagen, muss ich jetzt hier eine kleine Brücke bauen oder eine kleine Straße bauen. Oder irgendwas in der Richtung. Ja. Und dann kann ich hier meine Winkel setzen, Anführungszeichen. Okay, dann haben wir noch die Steinplatte hier. Dann setzen die da drunter, damit das hebt. Okay. Das ist breiter als der Rest. Die ist etwas länger als der Rest, ja. Nee, doch nicht. Ha. Krass. Kann mich auch täuschen. Ich kriege ja das Gefühl nicht los, als ob ich ja wirklich... so wird das natürlich dann hochdopsen, aber...
theoretisch würde das sogar schon gehen, glaube ich. Und dann passt das ja schon, ne? Weil ich das sehen kann. Ja. Dann schieß mal los hier, Daddy. Okay. Da sehe ich aber auch noch hier ein schönes Schätzchen, das auf mich wartet. Aber ja, die Höhe passt auf jeden Fall. Also es müsste reichen. Gucken wir mal, dass wir hier mal kurz das Schätzchen holen. Ja, kann man ab und zu gar nicht einschätzen, wie wann ich lande. Bei der Schwerkraft. Okay. Alter, wie viele von den Waffen kriege ich hier? Puh. Haltbarkeit plus, Haltbarkeit plus. Ich bin eh kein Fan von Wurfwaffen. Auch wenn die Reichweite jetzt besser ist oder so, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Ja. Da einmal bitte da hoch. Ah. Das hat sich verschoben. I see. I see where the problem lies in my construction. Yes, yes. That's not how I construct. Ja, das ist das Problem, das dobst du immer gleich weg. Na ja, gut, sehen wir dann. Nächste bitte. Eigentlich mega praktisch hier. Wenn ich könnte eigentlich sie dann voll die Zurufe machen. Hier bin ich, hier, hier. Ach so. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt laufen. Ich weiß nicht, ob ich genug Dings habe. Das sehen wir dann. Ja, ich lasse das erstmal weg. Und dann. Mit genug Schwung vielleicht. Ja, okay, passt. Okay. Verstehe schon, was ihr machen wollt. Wollt, dass ich was konstruiere. Damit kann ich doch gerne helfen. Endlich darf ich was konstruieren und das Spiel will sogar, dass ich was konstruiere. Ah, so schön. So, erstmal mache ich mal die Truhe hier frei. So, gucken wir mal, was hier ist. Opa, ist okay, nehme ich mit. So, dann darf ich was konstruieren. Ach, mein Herz blüht auf. Ja. Endlich darf und muss ich was konstruieren. Yay! Ach, schön. Ist das toll. Und Rollen kriege ich und ich krieg Ventilatoren und ich... Ach, mein Leben hat wieder einen Sinn. Mein Gott. Oh, hat noch irgendwas an der Seite hier? Oh, Schlammi, Schlammi, Schlamm. Okay. Gut, dann nehmen wir noch 2, 3 von den Meditatoren oder mehr oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder einfach alle. Und dann machen wir einmal hier Jet. Die Schallmauer kurz mal durchbrechen hier. Ja, kein Problem. So, mal ein bisschen. Das ist eigentlich schöner. Der so ungefähr anliegt. Ja, sehr schön. Ach, schön. Schaut mich an. So glücklich war ich schon eine Weile nicht mehr. So. Einmal den da drauf. Einmal hinten einer drauf. Zur Balance. So, dann noch einmal da drauf. Das wird so schön. Ein Lenkrad wäre noch nice. Ja, geht auch ohne, aber wäre natürlich nice, ne? Okay.
Theoretisch brauche ich keinen weiteren, aber... Ich meine, wie sehe ich denn aus, wenn ich nicht alles verwende, was ich so kriege, ne? Na? Ist klar, ne? Okay. Ja gut. Dann, frohe Fahrt voraus und so. Hallo, Sidon! Bang! Was ist das? Ja, merkwürdige Zilluskonstruktion. Entspann dich. Ist völlig normal. Gehört dazu. Hallöchen. Bist aber schnell da, hey. An was für ein wundersamen Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas über das Ziel hinausgeschossen. An einem unbekannten Ort wie diesen sollten wir vorsichtig sein. Link, pass auch gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Ah, guck mal, jetzt begleitet er mich ja doch. Kommst du mit? Also gut! Okay. Mann, du machst dich richtig Sorgen um mich. Aber ich war's. Also, mein Grundet. Interessant. Ja. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. Los, Link, rasch weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Okay. Was wollen wir denn? Also Seepocken. Schwert mit Sonarschwert. Zurückbogen. Nee, brauche ich alles nicht. Alles Kinderkacke. Bin ich mal gespannt, was wir hier an der Stelle haben. Aber es sieht aus, als wäre das unser Wassertempel. Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Das bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss. Link, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Bist du bereit? Klar. Also gut, dann schnell los. Heißt Beginn des Tempels. Here we come. Deshalb habe ich meine Rüstung aufgebessert, weil ich weiß nicht, wie oft ich die brauchen werde hier. Besser ist es, wenn ich sie habe. Ach du Schande, what is happening over here? Wo ist der Wassertempel von Hyrule? Ah, Splatz, Splatz, Splatz. Gar nicht so ein riesiger Tempel tatsächlich. 5 Räume oder so. 5 Inseln. Hübsch, hübsch, hübsch. Und wieder eine schöne Musikbegleitung auf jeden Fall. Was für ein fantastischer Ort. Und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Link, schau mal. Ugh. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ja, da kommt eigentlich Fettwasser drunter, aber das macht ihm nichts, wie es aussieht. Ja! Das ist die Lösung! Ach, die 5 Fontänen müssen wir aktivieren. Schau da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Kurz mal gucken, was denn passiert, wenn ich hier auf den Schalter drücke. Ah, also mal ein Teleporter. Das ist schon mal nett. Nehme ich gerne. Ah, okay. Oh. Ah. Das funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Und dann reicht die Wassermenge noch nicht. Okay, dann müssen wir die anderen Dinger jetzt noch aktivieren.
Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme. Oh. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Ich sag immer Zora, aber dabei ist es nur Sora. Und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Mhm. Ich weise dir den Weg. Okay. Oh. Stimme, diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speier sollen wir öffnen, dann füllen wir anscheinend alle der Krüge dort mit Wasser. Ja. Gut, worauf waren wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Ja, Mann! Let's go! Fuck him up! Vielleicht ein bisschen over the top. Okay. Dann gucken wir nochmal. Machst mir jetzt erstmal nichts. Okay. Anscheinend ist ja hier schon etwas. Kurios. Ja gut, ich nehme mal ein paar Früchtchen. Mach hier mal ein bisschen die Gegend frei. Gehen wir erstmal darüber, ja. Okay, und überall hier ein paar Seen verteilt. Ich sehe auch eine Schatztruhe da unten, ja. Ja, ich bin nicht verrückt. Ihr seid verrückt. Kommst du da hoch eigentlich, Sidon? Sei mal ehrlich. Autsch! Okay, diese Viecher sind ganz schön heftig. Nom, Fisch, Fisch! Fisch, Fisch, Fisch! Fisch, Fisch und nichts mehr sonst? Nee. Alter, ohne Ankündigung fallen die, ganz frech. Ja, ich sehe auch eine Kugel im Wasser. Aua! Die Viecher machen fies Damage auf jeden Fall. Nom 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 nom. Praktischerweise haben wir echt viele Waffen jetzt an der Stelle gekriegt von denen. Aber guck ihn dir an, Alter, wie er sich in die Schlacht stürzt. Kein Problem, bist nicht alleine. Interpretieren, wo wir hier überhaupt alles, wo wir hier abgeblieben sind. Geht's hoch auf jeden Fall. Eine Kugel. Die Kugel allerdings wissen wir noch nicht, wo die hingehört. Jetzt auf jeden Fall auch hier nochmal so ein Mechanismus. Dann helfen wir da mal kurz nach. Mal für eine Truhe, leider nichts weiter Interessantes. Also ein schönen Blick auf Hyrule, wir haben jetzt an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das so gedacht ist, dass wir da hier einfach rüberspringen. Aber ich nehme es dankend entgegen. Ah. So ist das gedacht. Aber wofür brauchen wir jetzt die Kugel? Das ist mir noch nicht ganz klar. Soll ich die misstransportieren oder liegt die jetzt einfach nur da? Aus Gründen. Wir haben da unten auf jeden Fall keinen Mechanismus, mit dem wir was mit der Kugel machen können. Come on!
Habe ich schon gedacht, dass ich das mit der Fähigkeit auch machen kann. Ganzen Schlammflecken hier zu entfernen. Okay. Jetzt nicht so viel besser, muss man sagen. Nehme doch lieber die Lanze. Okay. Überlass das Spiel! Ja, ist aber praktisch, dass Sidon uns hier Wassereigenschaft geben kann, weil wir an der Stelle dann die ganzen Wasserfrüchte nicht brauchen. Macht schon alles Sinn. Jetzt nur das Einzige, was mir noch nicht Sinn macht, das ist jetzt eigentlich nur die Kugel, tatsächlich. Wofür brauchen wir die? Brauchen wir die überhaupt? Das ist jetzt so die Frage, aber... Warten wir mal kurz, bis das Ding erschienen ist. Ist die Kugel da fallen? Ja. Es wirkt, als ob das jetzt hier tatsächlich da hoch muss. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt so klappt. Okay, aber wir müssen den Wasserspiegel senken. Und das soll uns wahrscheinlich eine Übersicht verschaffen. Okay, dann kann man hier wahrscheinlich den Wasserspiegel senken. Dann nehmen wir wahrscheinlich die Plattform, um den dann auch auf dem Level zu halten. Ich verstehe schon, alles klar. Okay. Meine Synapsen haben sich gerührt und sagen an der Stelle Plattform mitnehmen, das Ding hochbewegen. Ja. Ah, ich verstehe, was man gemeint ist. Ich muss quasi das Ding hier dran schließen. Da geht, da kann man. Ah, das ist ja praktischerweise so geformt. Okay, dann haben wir hier weniger Wasserspiegel. Alles klar. Aktiviert sich hier die Mechanik. Dann haben wir die Tür auf, alles klar. Gucken wir mal, was das hier damit auf sich hat. Ein Wasserrad. Oh. Link, guck mal. Es muss hier ein netter Speier sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Ja. Naja, okay. Auch wenn das nicht unbedingt mehr Sinn macht. Ah, wahrscheinlich wegen der Mechanik, dass sie sich rausdreht. Ich verstehe. Okay. Klasse! Einer der Speier ist offen. Gut gemacht. Bleiben noch 3 Stück. Okidoks. So, dann haben wir das hier mal fertig. Weil noch irgendwas hier. Oh, schon mal ganz gut so hier. Das haben sie schon clever designt, auf jeden Fall. So, jetzt ist halt die Frage, haben wir hier noch irgendwas Interessantes oder war es das hier mehr oder weniger? Ja, das war auf der Seite auf jeden Fall alles. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zu den anderen Stellen? Ah, okay, im zentralen Bereich hat sich jetzt, haben sich hier Gegner aufgetan. Und eines von den Blasendingern bringt mich hier nach oben, dann könnte ich theoretisch, glaube ich, da hoch. Das da drüben sieht ziemlich wild aus, was da oben ist. Aber ehrliche Frage, wie kommt eigentlich Sidon jetzt an der Stelle hier von da drüben rüber? Wäre mein riesen Fragezeichen. Darauf kriege ich wahrscheinlich keine Antwort. Habe ich den irgendwie jetzt aufgehalten oder warum fliegt er nicht weiter? Probieren wir einfach mal. Wie kommst du hierher, Sidon?
Ich meine, ich kann auch klettern, so ist es nicht. Dadurch, dass hier eh so geringe Schwerkraft ist und so, kann ich ja deutlich höher klettern. Das macht mir jetzt nicht unbedingt was aus. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin? Wenn ich jetzt so raten müsste, so ganz ohne Fähigkeit an der Stelle von Tulin. Ich habe noch nicht ganz raus, wofür diese Kristalle da sind an der Stelle. Diese Anführungszeichen Aussparungen. Egal, wir schaffen es auch so. So, du kannst garantiert auch nicht schwimmen. So, lassen wir dich jetzt einfach ins Wasser versinken. Ich sehe schon, was ich machen muss bei dem. So, fliegst du weit genug? Ja, danke schön. Richtige Konstruktbogen schon wieder. Was haben wir denn alles für Bögen? Den Eschi, den kann ich halt wirklich nicht mehr brauchen gerade. Ich kann eigentlich besser sogar zielen, wenn ich den Eschi nicht benutze. Nach dem haben wir geschrien. Okay. Ja, das Ding sieht auch wild aus. Die Frage ist, wie halten wir das auf? Mir ist halt manchmal, als ob jetzt eigentlich das Gebiet, wo wir jetzt sind, was für später eigentlich ist, weil ich kriege hier Waffen, die sind schon richtig stark. Kann ich das auch so anhalten? Nee. Okay. Eigentlich auch wieder eine Möglichkeit geben, nochmal zu sagen, man möchte hier das Wasser ablassen. Wirkt zumindest so, als ob es so sein müsste, ne? Aber das so ganz darauf verlassen kann ich mich jetzt aktuell auch noch nicht. Es wirkt halt so, ne? Ja. Vor allen Dingen mit dem Ding da. Ich glaube nicht, dass es auch eine Timing-Frage ist oder sowas. Also ich denke, das ist halt tatsächlich so gedacht. Das beeinflussen? Nee. Das kann ich auch nicht wirklich beeinflussen. Okay. Ich kann das allerdings mit hochnehmen. Ich bin gespannt, ob es so funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber ich habe es auf jeden Fall so hingekriegt. Schick. Hallo Luna, hoffe dir geht's gut. Das war jetzt mal interessant gerade.
Komm schon. Ah, verstehe. Okay, I need... Ich brauche mehr Höhe. Hoffe, dir geht's gut, Luna. Hoffe, du hast gut geschlafen. Warst ja gegen Mittag bisher ins Bett gegangen. Hoffe, dir geht's gut. Das ist die Frage, soll ich vielleicht ein Explosionsgeschoss nehmen? Kann ich das so treffen? Ja, ich probiere das einfach mal so. Okay. Und damit haben wir die Schleuse. Alles klar. Hat es im Bild gekrochen, also noch etwas zerknittert und selbst? Ja. Außer die üblichen Gebrechen nach dem Nachtdienst, alles gut. Oje, oje, oje. Ja, Nachtdienst. Ich bin euch nicht dafür. Ja, dann hol dich gut. Gönn dir einen schönen Kaffee. Mach dir ein kleines Frühstück. Und ja, entspann dich ein bisschen schön. Kann sein, ich werde mal später nochmal ein bisschen streamen. Also nach dem Stream hier nochmal streamen. Ganz schlimm. Streamception. Und rede dann vielleicht Pandemonium 9 Savage mit meiner Gruppe. Mal gucken. Es wurde schon mal gefragt, ob wir heute nochmal probieren oder ob wir noch ein bisschen trainieren. Ich sag, ja klar, warum nicht. Aber ich denke, ich werde dann auch um 18 Uhr dann tatsächlich dann pünktlich Feierabend machen, dass ich dann, ja, dass ich noch was zu essen kriege. Mein Lebensenergie steht schon neben mir, sehr gut. Dann wünsche ich euch viel Glück bei, Dankeschön. Bin mal gespannt, wie es läuft. Gucken wir das mal ein bisschen so ganz entspannt an. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Ich habe mir schon mal Buffwood vorbereitet für meinen Weißmagier an der Stelle. Ich habe zwar eigentlich mit einem Astrologe versucht, mein Glück versucht, sage ich mal. Ich habe aber eine zweite Heilerin dabei, die ist mehr Damager als Heiler. Und dazu brauchen wir dann an der Stelle jemanden und leider ist es halt so ihre Spielweise. Ja, und ich adjuste mich einfach an der Stelle. Ja, da habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich brauche einen Burst Healer. Einer muss von den beiden muss es ja sein, also wenn nicht sie, dann wenigstens ich. Ja, und dann gesagt, okay, weißt du was, dann machen wir das also. Dann mache ich hier an der Stelle den Weißmagier. Muss jetzt halt mein Loadout ein bisschen ändern und meine Materials ein bisschen ändern. Aber ist halb so wild. Man muss es halt nur an der Stelle einmal festsetzen, dass man das so macht und dann klappt das schon. So, jetzt tue ich mal die beiden Platten hier hoch, mache ein schönes Wasserrad daraus. Und dann gucken wir mal, was dabei passiert. Ich muss ja jetzt hier so eine schöne Windmühle so kreieren. Das durften wir schon mal in einem Tempel, im Schrein. Deshalb ganz unbekannt ist die Situation jetzt nicht. Jetzt müssen wir es nur noch Tiefenwahrnehmung und so. Muss man es nur noch so hinkriegen, dass es auch sauber drauf ist. Ja, besser kriege ich es nicht hin. Ja, wir sind jetzt hier schön im Wassertempel mit unserem besten Kumpel aus dem ersten Teil. Sidönchen. Okay. Ja, der Wassertempel ist schön, der gefällt mir sehr gut. Okay. So, ja, theoretisch ein brauchbares Wasserrad. Was das Zeug hier soll, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann gleich. So. Jetzt sollte ich vielleicht die Flügel nehmen dafür. Okay. Wasserrad funktioniert. Konstruktion aller Zellos funktioniert. Bin zufrieden. Okay, das Ding leitet jetzt hier den Strom weiter. Okay. Brauche ich hier irgendeinen Leiter, weil irgendwas Metallisches. Die Frage ist, wo haben wir denn hier was Schönes? Die Platten werden genutzt für das Ding. Also muss ich irgendwas anderes finden. Andererseits habe ich eine Sache noch nicht probiert. Und das ist jetzt ein bisschen ungeschickt mit dem Ding, muss man sagen. Ich muss nämlich hier hoch. Nicht unbedingt, weil ich hier hoch muss, sondern weil ich brauche eine schöne Übersicht. Die Auberginen, ja. Das warst du vorher voll, war ich Astro, ja.
Für den Astro habe ich dann mir die Auberginen-Dinger gemacht. Und jetzt brauchen wir allerdings mehr Cast-Time oder bessere Cast-Zeit. Weniger Ablink-Zeit. Und ja. Da ist mein Dings besser. Da brauche ich zwar. Brauche ich an der Stelle diese. Was war das? Für so eine komische Fischplatte oder sowas? Keine Ahnung. Aber die kann auf jeden Fall Entschlossenheit, Crit und Dings Cast-Time. Und ja, damit haben wir an der Stelle schon mehr oder weniger das fest. So, da kommt noch eine Metallplatte, aber ich möchte eigentlich nicht wirklich zu viele Reisen unternehmen jetzt hier. So, gucken wir mal, was das hier ist. Ach, ich kann das wahrscheinlich einfach nehmen. Okay. Aber es ist einfach nur ein Konstrukt und es ist Wasser. Also, ja. Ich verstehe. Okay. Ganz simpel. Nicht zu kompliziert denken. Einfach machen. So, mein Gutster, bitte guck, dass du schnell zu mir kommst, weil... Weiß nicht, wie lange das Ding hält. Und möchte nicht eingesperrt sein hier drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Nee, kann ich gar nicht. Ich habe ja meine komische Armfähigkeit, also kann ich da jederzeit raus. Haben sie clever gemacht. Super! Einen einzigen noch, Link! Sehr schön. Okay. Ein fehlt uns noch. Allerdings war ich auf der Insel noch nicht. Ja, mal gucken wir mal. Bleibt das jetzt eigentlich immer so? Nein? Okay, haben wir schon gedacht. Geht die Tür zu? Nein, haben sie nicht. Haben sie dran gedacht. Für den Fall, dass wir doch da ein bisschen lahmarschig sind. Und man dann aber da drin hängen bleibt. Ja gut. So oder so kommt man da raus. Okay. Habe ich hier einmal einen lustigen... lustiges Inselchen hier oben. Kriege ein bisschen Übersicht. Ja, der Wassertempel. Bis jetzt gefällt er mir ziemlich gut tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sagen sollte, dass der Windtempel, den fand ich spannender, den fand ich dynamischer. Der war, weiß nicht, du warst halt in der Luft und es war halt über dich herum war überall Sturm und Tod und Verfall mehr oder weniger. Von dem her, das war schon von der Szenerie her etwas spektakulärer. Das hier ist alles viel, soll ich sagen, ruhiger, beruhigender. Definitiv. Aber ja, ist trotzdem schön. So, ein Sonanium-Schild. Ist schon mal besser als das, was ich sonst dabei habe. Ich meine, ich habe ein paar Zora-Schilde genug, also. Das reicht so. Okay. Gucken, ob ich da noch irgendwas freiräumen kann. Darf ich. Ah, das war noch eines von den seinen Teilen. Okay, also dann gebe ich an der Karte, habe ich jetzt alles durch hier außen. Jetzt habe ich hier aber noch Untergeschoss. Ach, es gibt ein Untergeschoss? Okay. Ich meine, das andere gehörte aber zu der Karte, meine ich an der Stelle, was weiter unten war. Ah, ich gehe einfach mal hier runter. Blech, geht überzeugt. Das gehört nicht dazu, okay. Das gehört tatsächlich dazu. Okay. Oh. Now we've got a slight problem. Schmerzen geht. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Oberschenkelschmerzen. Ich habe meinen Parkplatz an der Stelle einmal von Unkraut befreit. Und das machst du halt einmal am besten komplett, weil du willst nicht einmal die Hälfte an einem Tag und die Hälfte, andere Hälfte am anderen Tag machen. Und dann merkst du es halt durch das viele Beugen und alles. Ein bisschen Rücken, ein bisschen Oberschenkel. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Ich hätte vielleicht ein bisschen mich umschauen können. Da gibt es einfach eine Treppe, ne? Egal. Passt schon.
Ich habe da vorher noch einen Schatz gesehen, deshalb gehe ich da nochmal ganz gierig hin. Nicht wundern, er ist so ein bisschen, er ist sowas mit geringer Schwerkraft, deshalb kann ich hier über halber fliegen, wenn ich will. Gucken, ob das was Wichtiges ist oder ob das einfach so für mich ist. Ja, wie gesagt. Ach, hallo Jess übrigens. Ah, ich habe gerade erst gemerkt, dass Jess gefragt wurde. Achso, bei Jess war es ja noch. Naja, genau. Wegen der Kratzer, wegen der Katze, wegen der fiesen Katze. Fiese Katze, fiese Katze. Ja, das ist schön. Jetzt die Frage, wie komme ich hier durch? Wir fragen doch mal sie. Ach, kann ich hier einfach durchlaufen? Oh mein Gott. Ich fühle mich unbesiegbar. Okay. Ah, ich muss ihn natürlich durchlassen. Verstehe, verstehe, verstehe. Komm mit. Komm mit, Meister. Komm. Nicht so schüchtern. Kommst du? Jawohl! Ach, oder muss ich dann tatsächlich hier den Schalter hier an der Seite? Ah, das kann sein. Sorge, ich hab das gleich. Ah, deaktivieren. Alles klar. Okay, okay, sieh dann, ja, hast recht. So. Logik und so. Ui. Interessante Idee auf jeden Fall, so mal die Fähigkeit zu nutzen. Uiuiuiui. What is this place? Das ist ziemlich amazing. Oh! Okay. Brauche ich auf jeden Fall, um hier die Kugel zu transportieren. Ja, hier kurz vorsichtig runter auf den kleineren hier, ja. Ach ja, super. Super Cave-Tiere, meine Kollegen, ist nicht so gewissen zu werden. Es ist schon freiwillig zu. Ja, ist schon richtig, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche von den Katzen so ein bisschen missraten sind. Ein paar von den Tieren, die da so in der Klinik ankommen. Aber ja, das ist ja meistens wahrscheinlich, weil die einfach nicht durchgreifen, die Leute. Okay, jetzt ist die Frage, was zählt hier gerade runter? Sind das jetzt an der Stelle meine ganzen Plattformen hier? Und die zählen zwar nur langsam runter, aber es macht mir trotzdem Sorgen jetzt gerade. Ah, ich habe ja noch eine Platte, hätte ich eigentlich noch. Ja, komm lieber hier mit. Oh, die ist gar nicht aktiv. Ja, Batterieleistung sorgt ganz schön runter an der Stelle, aber sind ja zum Glück schnell und gewieft. Gemerkt, dass ich die gar nicht verbunden habe. Jetzt habe ich sie verbunden. Jetzt ist es schon etwas entspannter. Okay. Ja, ich lasse sie dann einfach fallen. Ich jetzt nicht rum. Einfach. Doch, muss ich rummachen. Ich lasse sie erst mal fallen. Batterie ist jetzt eh gleich leer. Jetzt machen die gleich alle. Bam, 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 bam. Nicht erschrecken.
Ja, okay, nicht ganz bam 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 bam. Oh je. So, ich vorbereite mich schon mal, dass ich die dann gleich mitnehmen kann. Okay. Bam. Bam. Nehmen wir die hier hoch. So. Da müsste ich mir theoretisch eine noch nach oben bauen, aber ja, das passt schon so. Tote Tiere zur Reanimation und knapp vor dem Tod nach hinten gerannt. Oh je. Oh no. Ja, hier geht's um Themen. Hier geht's um wichtige Themen aus dem Alltag. Merke ich. Ah, so wieder das, dass ich das mal. Ich habe mir schon überlegt, wie das Ding an der Wand kleben soll. Nochmal hier. Keine Anspielung, das Ding übrigens. Okay. Das war eigentlich relativ simpel jetzt hier. So, dann nehmen wir hier mal schön Fähigkeit und Pan. Ja cool, dann haben wir jetzt einen Boss. Sehr schön. Die führen gerade im Chat eine schöne Unterhaltung, gefreut mich gerade. Nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden. Okay. Ja, dann machen wir mal das Schlammviech an der Stelle platt. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich kann eigentlich einfach hochdopsen, aber wir laufen einfach mal ganz episch mal nach oben. Hoffentlich fahren wir nicht runter. Jetzt habe ich es gejinxt. Okay, aber die deaktivieren sich auch, wenn ich weit genug weg bin. Das ist auch gut zu wissen. Okay, Schleimmonster, Schlammmonster, wer... Sehen uns jetzt zum ersten Mal. Bin mal gespannt, was du bist. Ganz scharf bin ich zwar nicht drauf, aber wir gucken einfach mal. So, jetzt wird geduscht an der Stelle. Jetzt wird gebadet, Alter. Schöne, schöne Dusche. Digit. Oh, der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Schlammviech sind uns. Hallöchen. Ah, das Ding aus meinen Albträumen. Eher noch das Ding aus meinem Albträumen. Der ist ja irgendwie sogar ein bisschen süß, tatsächlich im Vergleich zu dem letzten Boss, was wir hatten. Du dreckiges Ding! Du bist schuld! Ach so, und da kann kleine Schlammhaie an die Stelle darstellen. Ja, okay. Wenn sonst nichts ist. Komm doch! Dir zeigen wir's! Ja, gut. Du packst das weg! Irgendwie ist er süß, der kleine Boss hier. Ja, irgendwie ist er ein bisschen süß. Irgendwie ist er schnucklig, ne? Ja, verschwende ruhig mal unsere Waffen da drauf, finde ich mal. Dafür soll man es dann hier schon benutzen, verstehe. Muhahahahaha. Wir müssen ihn stoppen. Das ist unser Shop. Ich weiß nicht, irgendwie ist das süß, der Boss. Phase 2, ha? Huh? Okay, es geht jetzt relativ schnell, weil ich starke Waffen habe. Okay. Ah, überall Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen.
Okay, machen wir das mal. Verlass das Spiel! Es regnet Schlamm! Nimm dich in Acht! Ja, entspannt. Okay, ein bisschen langsam unterwegs dadurch, ja. Huiuiui. Macht uns langsamer. Können wir nichts dagegen tun? Ja, ich ignoriere ihn. Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wir ihn nicht. Jawohl! Ach, deshalb müssen wir den weg loswerden. Verstehe. Los, zum Angriff! Loser. Hab ich nur gedacht, dass es irgendwie so gehen muss. Ja, voll entspannt. Es fehlt nicht mehr viel. Jetzt schwimmt er da ein bisschen durch die Gegend, aber auch kein Problem. Los, zum Angriff! Einfach ausnutzen, was das Spiel mir so beibringt. Ja. Bin auch nicht von gestern. Bisschen mit Leid. Okay, ja. Ja. Okay. Ja, zweiter Boss, war lustig. Deutlich leichter als der erste Boss. Also der Windtempel-Boss. Ich freue mich auf Cutscenes. Und wir sind auch noch pünktlich am Ende. Hey, das ist ja ein Träumchen, ist das. So. Noch mehr Herzcontainer für mich. Alter, wie viele Herzen hat man am Ende? Ah! Jetzt sind wir endlich bei der zweiten Leiste mit meinem einen Buffooter an der Stelle. Okay. Sidon? 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 Ach, Sidon ist da oben. Oh Gottes Willen. Ich dachte schon gerade, wo ist mein Kumpel abgeblieben hier? Was ist denn hier los? Ach Mensch, mein Kaffee ist wieder leer. Ich schwöre, wenn wir jetzt sowas sehen wie eine Prinzessin Ruto, ne? Dann dreh ich durch. Oder Mifa einfach selbst an der Stelle. Because, warum auch immer. Aber nee, bisher waren es ja Vorfahren von Vorfahren von Vorfahren. Von Vorfahren von Vorfahren. Sidon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme. Die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Wassers. Finde ich ein bisschen tatsächlich schade, dass du kämpfst wie das Wasser nie selbst, die Gesichter von denen fließend sieht. Und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Soras. Das schmutzschweinende Monstrum. Ich glaube auch, dass es Mifas Stimme nur ein bisschen tiefer. Ah, Voice Actor Sein und so. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja, beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein. Hat natürlich keinen Plan, um was es hier geht, aber wir wissen eigentlich als Einzigster hier Bescheid, was geht. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs. Und die Bestimmung unseres Volkes.
Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden. Ja, die Szene kennen wir. Da streckte das Böse seine Pranken aus, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Guckt ihn euch an. Alter, Giga-Chat, Ganondorf. Schaute sechs Krieger Pracht um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Wie gesagt, schade, dass man die Gesichter von denen nicht sieht. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig unmöglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Vor allen Dingen ist es irgendwie so, die Geschichte wiederholt sich. Ne? Wir haben jetzt vier das Leiter aus den verschiedenen Völkern. Jedes Mal mit diesen geheiligten Waffen. Ne? Die geheiligten Waffen, die sind auch in Breath of the Wild schon, war sie schon da. Hat Mipha geführt, später Sidon. Da besuchte mich eine der Weisen. Und die Weise der jetzt haben wir wieder von verschiedenen, vier verschiedenen Völkern wieder die Weisen. Dann zählt er, glaube ich, als Weise des Zeit. Oder wie auch immer, was er jetzt ist an der Stelle. Ja, es irgendwann wird Geschichte das wiederholt sich. Und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten. Doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich, leit dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird einem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Wie gesagt, meine größte Kritik ist tatsächlich, dass man die Gesichter von den Leuten nicht sehen kann. Von den damaligen Weisen. Ich finde es immer interessanter, wenn man die Gesichtsausdrücke sehen kann und die Augen und Emotionen im Gesicht. Ja. Finde ich viel besser. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet. Das macht es natürlich alles mysteriöser. Der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sidon, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Okay, Zella ist die Weisen der Zeit. Kämpfe an links Seite okay. In den Schlachten, die eurer haben. Was gab es? Es gab Zeit, Feuer, Wasser, Wind. Gut, Erde würde ich mal vermuten. Mit bei den Gerudos. Und dann noch Licht. Aber da gab es noch was Siebtes. Dunkelheit. Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Darum werde ich den Stein akzeptieren. Übrigens von den ganzen, wie sagt man, von den ganzen Kompagnons von Link jetzt in dieser Zeit. Sidon, Top Tier. Guck ihn dir an, Alter. Fucking Gigachat. Ich bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Irgendwann haben wir unsere ganze Truppe beisammen hier. Merke ich schon. Deine Hand, bitte. Umarmung? Ich wäre bereit für Umarmung gewesen jetzt in dem Moment. Ich, Sidon, werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein. Empfange dies als Zeichen meiner Treue. Ich kann mir noch einen ringen. Ja, ich hätte auch gerne Heiratsantrag. Ja? Ich weiß, du bist verlobt, aber
Heiratsantrag? Umarmung? Und jetzt bin ich erst recht überzeugt, dass ich das in irgendeiner falschen Reihenfolge gerade spiele, die Story. Aber es ist mir egal. Nachdem der kleine Finger die Onis war und die Zora jetzt an der Stelle der Zeigefinger. Irgendwas ist falsch. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Unser Dorf, wow. Das ist ja richtig. Das ist richtig freundschaftlich, das ist ja geil. Wenn ich bedenke, dass in Atheno, in dem Heimatdorf von Link, wo sein Haus steht, man Zeldas Tagebuch findet und sie von ihrem Haus spricht, während die beiden offensichtlich dort zusammen gewohnt haben, eine gewisse Zeit lang, und eventuell auch andere Dinge getrieben haben. Dass Sidon der Einzige ist, der sagt an der Stelle, hey, gehen wir in unser Dorf. Oh, Sidon ist einfach so viel besser. Verdammt. Ah, bei dem lässt sich dann auch der... Das Miasma, der Dreck von dem Viech. Ich denke mir gerade an der Stelle, wenn das nur im echten Leben genauso easy an der Stelle laufen würde, wir würden einfach den ganzen Dreck, den wir im Meer haben, wenn wir dann irgendeinen Boss killen, dann löst sich das Ganze einfach auf. Und das ist eine Metapher, die ich mir gerade, wenn ich darüber länger nachdenke, eine Metapher, die funktioniert. Und das macht mir tatsächlich Angst. Link, schön, dass du wieder da bist. Du hast es doch selbst gesehen, Link. Selbst schon gesehen. Stimmt's, Link? Toll, oder? Der Schlamm ist weg. Keine Spur mehr weit und breit. Link, dein Mut hat das Dorf der Zoras und seine Einwohner vor einem furchtbaren Schicksal bewahrt. Ein drittes Mal! Warte, eins, zwei. Zweites oder drittes Mal. Keine Worte können unsere Dank ausdrücken, oh Held. Wir Zoras werden auf ewig tief verbunden sein, weil seit heute weiß ich ja, dass es heißt Zoras und nicht Zoras. Anyway. Und höre, Sidon. Wie auch Link hast du mit all deiner Macht gekämpft, um das Dorf zu retten. Ein prachtvoller, heldenhafter Einsatz. Wir zweifelten nie, dass du dereinst des Thrones würdig sein würdest. Und nun ist zweifelsfrei der Moment gekommen. Mit dem heutigen Tage wollen wir als König abdanken und unseren Thron dir überlassen. Aber Vater, ist das nicht zu plötzlich? Denk doch, ob nicht... Mitnichten, mein Sohn. Es mag wie ein spontaner Beschluss anmuten, doch den Gedanken trugen wir lang im Herzen. Süß. Sidon, mein Sohn. Hiermit solltest du als neuer König den Thron besteigen. Nimm Jonas Hand und schenke den Zoras eine goldene Zukunft. Hochzeit? Ich, der König? Mein Gott, was für ein Turm im Vergleich zu ihr, muss man mal einfach mal sagen. Aber ja, gut. Dank dir, oh Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Das verspreche ich dir. Sehr schön. Sehr gut, Sohn. So gefällst du uns. Nein, nicht uns. Mir. Er ist ja nicht mehr Royalty. Er dankt jetzt seinen Posten ab. Verstehe. Nun los. Kröne man den neuen König. Der edelste Ritter Hywels sei Zeuge dieses hehren Augenblickes. Hochzeit? Krönung? Hochzeit? Krönung? Hochzeit? Die braucht eine kleine Trittleiter, das stimmt eigentlich schon, ja. Hochzeit, Krönung, Hochzeit. Ruhe, Ruhe, sag ich. Oh mein Gott, ich stehe nebenbei. Ich stehe neben Sidon, Alter. Mein Gott, schaut den euch an, er ist so cool, er ist so schön. Möchte heiraten, möchte umarmen. Mit dieser Krone empfange vom großen Dorothan, den ich ab diesem Tage als König im Folge der Zoras. Ja. Ab dieser geschichtsträchtigen Stunde soll nicht nur ich Königin sein, sondern Jona meine Königin. Ja, die ist ja auch süß. Gefällt mir. Aber verdammt nochmal, es ist einfach halb so groß wie Sidon.
Das Schrecken des Schlamms ist gebannt. Nun können wir wieder furchtlos unter diesem schönen Himmel schwimmen. Mein Gott, ist auch wieder schön hier. Zu verdanken ist dies König Sidon, edlen Ritter Link, sowie jedem Einzelnen hier im Dorf. Es ist mir eine Ehre, von nun an Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Doch dies heißt nicht, dass alle unsere Probleme nun verflossen sind. So ist es. Solange die Finsternis im Hallweg weit, ist unser Ich war gerade überrascht über die Pose, ne? Es hat mir schon ein bisschen Gänsehaut gerade. Ist unser hart erkämpfter Frieden so verwundbar wie eine Seifenblase. Er muss bewahrt werden. Nun liegt es an den Soras, Link zu unterstützen. Helft ihm, so sehr ihr nur könnt. Und auch für Königin Jona und König Sidon sei dies die erste große Aufgabe unserer Regentschaft. Ja, süß. Ja, kriege ich jetzt Privilegien oder so? Nun, Link, sprechen wir über Prinzessin Zeldas Verbleib und was ich darüber weiß. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich in einer Vision die Weise der Zeit, als würde sie vor mir stehen. Sie sah Prinzessin Zelda zum Verwechseln ähnlich und kannte deinen Namen. Was, wenn es tatsächlich die Prinzessin Zelda war, die wir kennen? Sollte es tatsächlich so sein, dann wäre sie auf irgendeine Art und Weise in die Zeit meiner Ahnen gereist. Doch hat Prinzessin Zelda zugleich Vater angegriffen und in unserer Zeit. Es ergibt einfach keinen Sinn. Nun, eines steht fest. Wir müssen zuallererst mehr in Erfahrung bringen. Link, da ich soeben den Königsthron erstiegen habe, Glückwunsch, by the way, kann ich dich nicht auf deinen Reisen begleiten. Bitte verzeih. Doch ich werde weiterhin nach neuen Erkenntnissen zu unserer verlorenen Prinzessin Zelda suchen. Bitte versprich mir, dass du recht bald wieder dem Dorf der Zoras die Ehre deiner Anwesenheit schenkst. Link, du und ich werden für immer durch die Macht der Weisen miteinander verbunden sein. Ach, was für ein Giga-Chat. Schwur von Sidon, Weiser des Wassers. Zeichen des Paktes mit Sidon, dem Weisen des Wassers. Rufe damit den Geist von Sidon herbei und entlass ihn. Alles klar. Ja, süßes kleines Ende zu dieser Story hier. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja, süß. Königsschuppen, bitte. Wieso kann ich die Frage doch stellen? Ich habe das Zepter und den Thron an König Sidon übergeben. Ich werde über die jüngeren Generationen wachen. Als Altkönig kann ich endlich tun, worauf ich immer Lust habe. Ach, endlich Weiber aufreißen. Ich meine, da hat er schon eine Frau irgendwann, also. Sobald die Welten. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Das ist jetzt ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Was ist eigentlich mit der Königin passiert von da? Also die Mutter von Sidon? What? Ist das eigentlich erklärt worden? Irgendwann mal? Vor allem, der kann sich doch da nicht bewegen oder irgendeinen anzustoßen bei der Größe. Ja, eben, guck ihn da doch an. Das ist so eine Maschine, der Kerl. Wie groß war erst die Mutter? Wie groß war erst seine Frau? Warte. Jetzt, umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Fragen habe ich. Okay. Ja, auch schön. Nee, wir können den König Sidon sein ganzes Potenzial entfalten. Ach, ich bin so happy, dass das hier vorbei ist. Dass wir hier alles gerettet haben. Guck ihn dir an, Alter. Der hat jetzt ein Krönchen auf, Alter. Wahnsinn. Guck ihn dir an, Alter. Mann. Bin schon neidisch auf seine Frau, muss ich sagen. Klingt merkwürdig, ist aber so. Frag mich an der Stelle, was noch bei denen jetzt ist. Ich bräuchte ja noch die anderen beiden Sora-Teile. Die Frage ist an der Stelle, ob ich die jetzt hier durch Nebenquests kriege oder wie komme ich denn da ran? Ah, okay, ich habe meine Antwort habe ich gerade gesehen. Okay, also kriegen wir so den Helm.
Auch wieder schön, dass die Musik wieder hier normal ist. Oh, die hat auch noch was für uns. Ah, okay, eine ganze Questreihe, wie ich meine ganze Zora-Rüstung wieder kriege, okay. Okay, da waren wir schon. Impa ist jetzt auch out of nowhere, plötzlich hier. Wenn das nicht Link ist, du interessierst dich ebenfalls für die Geoglyphe hier, nicht wahr? Wir sind hergereist, um sie zu erforschen, aber wegen des Schlamms, der vom Himmel fiel, war das unmöglich. Doch nun regnet es endlich keinen Schlamm mehr, daher können wir uns jetzt die Geoglyphe widmen. Link. Also Geoglyphe im Süden von Eldin schon gefunden. Okay. Ja, das sollten wir eigentlich auch mal ein bisschen gezielter machen, tatsächlich. Das habe ich immer nur so ein bisschen nebenbei, falls wir irgendwie mal drüber stolpern, habe ich das mal gemacht. Aber eigentlich sollte ich mal ein bisschen gucken, dass ich mal die ganzen Geoglyphen mal anpacke. Okay. Ich mache mal eine kleine To-Do-Liste. Meine To-Do-Liste sieht eigentlich bis jetzt schon so aus, dass ich jetzt tatsächlich hergehe. Und morgen dann an der Stelle die Zora-Teile beschaffe. Dann Geoglyphen angehe und dann, wenn wir sowieso dann erstmal in dem Gebiet fertig sind, geht's vorsichtig langsam zu den Goronen. Beziehungsweise das ist jetzt hier nach Akala. Ich möchte hier zu der Stadt. Weil wir da noch eine Nebenquest haben, damit ich die Nebenquest hier unten weitermachen kann. Und ja, dann schauen wir mal. Ne? Aber es hat sich auch ganz schön auf was aufgedeckt mittlerweile. Also wir sind ganz schön weit gekommen, gefühlt. Erkennt man hier auch. Hier noch gar nicht. Der Abgrund ist einfach so riesig. Das ist einfach... Oh. Nee, also ich weiß nicht, wann wir jemals damit fertig werden. Ob wir jemals damit fertig werden. Ja, aber wir machen Fortschritt. Das ist schon mal was. Progress. Ja. Und ich würde jetzt auf jeden Fall Stream jetzt damit beenden. Wir machen dann morgen, wie gesagt, die Zora-Teile. Auch wieder 14 bis 18 Uhr mache ich dann den Stream. Und nachdem wir mit den Zora-Teilen fertig sind, machen wir dann Erkundung im Norden und machen die Nebenquests weiter. Und dann ist eine gute Frage, da müsste ich eigentlich die Geoglyphen anfangen oder weitermachen an der Stelle. Wir haben einen Screenshot gemacht von der einen Kammer. Das kann ich ja noch mal ganz kurz zeigen. Die haben wir schon gemacht, in weiser Voraussicht. Das hier. Und da sind die ganzen Geoglyphen abgebildet, wo die sich befinden, unter welchen Locations. Und die sind tatsächlich auch da immer zu finden, wo wir da unterwegs waren. Von dem her könnten wir die jetzt auch mal abgrasen in der nächsten Zeit. Von dem her können wir das auch mal machen. Gut, aber ich sag mal, fürs Erste, tschüss. Und ja, um 20 Uhr, falls das dich tatsächlich so trifft, ich gucke mal vorsichtshalber in den Discord rein bei der einen Gruppe. Ja, sieht fürs Erste so aus, als ob es tatsächlich um 20 Uhr dann gibt. Aber ja, ich werde dann definitiv nochmal einen Countdown machen. Oder eine Ankündigung machen, eine kleine. Ja. In dem Sinne, ja, sehen wir uns dann vielleicht später nochmal. Zu Final Fantasy 14 dann an der Stelle mit dem P9S. Boah, sollte eigentlich noch Buffwood machen, ein bisschen. Ich gehe vielleicht ein bisschen früher und später mal gucken. Gut, ja, dann danke, ja, ich... Guck mal, was der Kühlschrank hergibt an der Stelle. Dann guten Hunger und dann bis später. Genau. Bis dann. Ciao.